Wer hier gewinnt, muss ein Wahnsinniger sein. Skifahrer werden im Sommer gemacht, heißt es so schön. Aber wie werden denn Weltcup-Skifahrer gemacht? Also wie trainieren Weltcup-Skifahrer und was können wir von ihnen lernen? Und wie schwer sind eigentlich die Workouts? Heute erwartet euch ein Selbstexperiment, wo mir die Physiotherapeuten und Fitnesstrainer des Snowboard Germany Teams unter die Haube schauen und wir anschließend ein brutales Workout à la Marco Odermatt und Axel und Swindal aus seiner aktiven Zeit nachtrainieren. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Skikanal und heute hier aus dem Kopore in Penzberg mit dem lieben Patrick. Servus. Hi. Patrick. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich hier zu sein, denn ich suche Inspiration für mein Training zur Vorbereitung auf das Skifahren und ich habe gehört, ihr habt da Expertise und würde mich freuen, wenn du mich da auseinandernehmen würdest. Sehr gerne, also auseinandernehmen nein, aber wir checken einfach mal ab, was unter der Haube steckt. Cool, machen wir so. Und euch viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt hier in einem Behandlungszimmer angekommen von Patrick. Patrick, kennst du eigentlich den Film One Hell of a Ride, den Schreifilm? Nein. Das ist so ein Film mit Marcel Hirscher und ein paar Red Bull Athleten, die dann zeigen, wie sie dann die Streif fahren, aber auch wie sie sich vorbereiten. Und der Marcel Hirscher, der läuft dann da mit Gewichten im Nacken gefühlt die Berge rauf. Ja. Also so ganz krasses Training. Und es hat mich gefragt, wie trainieren eigentlich so Weltcup-Fahrer? Und deswegen bin ich zu euch gekommen. Da muss man klar werden, Cut machen zwischen, ich mache zum Beispiel Skifahren als Hobbysport und ich mache es wirklich so wie auf der Streif, wo man dann eben auch gewisse Dinge aushalten muss. Und so muss das Training sich dann auch, sag ich mal, orientieren, dass man beim Hobbysportler sagt, du, was brauchst du, um verletzungsfrei durchzukommen? Und dann eben beim Profi-Athleten, sage ich jetzt mal, was muss man trainieren, dass man natürlich auch prophylaktisch sich nicht verletzt, aber darüber hinaus einfach noch diese enormen Kräfte aushalten kann. Wie würden wir jetzt starten? Wir beginnen normalerweise immer mit einem Anamnesegespräch, sprich, dass ich mir ein Bild machen kann, was bringt der Sportler, der Patient mit. Nehme ich erstmal mit auf. Wichtig ist mir, wie bewegst du dich dann? Ja, sieht die Bewegung flüssig aus? Wir werden später dann auch noch eine Testung machen, wo wir dann wirklich mal gucken, wie gesagt, was steckt unter der Haube, was zeigst du uns? Gut, dann hätten wir so Nebendiagnosen diese Geschichten alle abgeklärt. Vielleicht noch einmal wichtig, so Verdauung, Magen, gibt es da irgendwelche Probleme? Also jetzt mal weg von Nahrungsunverträglichkeiten. Ich habe ab und zu bei gewissen Sachen so leichten Blähbauch. Mhm. Ich weiß nicht, woran es wieder auf Süßstoffe sind oder irgendwas, das weiß ich nicht. Ja. Aber sonst eigentlich okay. Also das auch immer wichtige Dinge, die man für sich selber abklären muss, weil der Darm ein, wie soll ich sagen, es wird nicht umsonst das zweite Immunsystem oder das erste Immunsystem genannt, sprich, das sind sehr viele Prozesse, die den ganzen Körper beeinflussen. Also jetzt nur mal ein Beispiel, wenn man beim Übergang vom Dick zum Dünndarm oder Dünn zum Dickdarm in dem Fall eine Art Entzündung hat, dann kann es auch eine Auswirkung aufs Becken haben. Dieses Becken kann sich dann, sage ich mal, in der Position in einer Tendenz bewegen. Man spricht da immer wie von Millimetern. Ja, man denkt sich immer so, boah, da ist eine riesen Bewegung drin. Nee, gar nicht. Und das kann dann wiederum Auswirkungen auf zum Beispiel hintere Oberschenkelmuskeln haben. Dann sagen, boah, ich fühle mich da immer verkürzt und ich dehne und ich mache und ich tue, aber es verändert sich nichts. Genau, okay. Dann würde ich sagen, habe ich schon mal meine Informationen. Wichtig natürlich auch immer noch deine Ziele. Habe ich jetzt schon rausgehört. Du willst einfach mal gucken, wo sind vielleicht Schwachstellen, wo sind vielleicht Dinge, woran du auch noch arbeiten kannst. Dass wir die einfach mal vielleicht so ein bisschen mit rausfühlen, dann noch ein bisschen ins Training gehen. Angekommen in den heiligen Hallen des Kopore Gyms hat Patrick mich nacheinander 8 Übungen machen lassen, an denen er erkannt hat, in welchen Mustern sich mein Körper am liebsten bewegt und wo eventuell auch noch Schwächen vorliegen und Muster eintrainiert wurden, die vielleicht nicht ganz optimal sind. In der Testung des Squat-Musters angekommen, ist Patrick aufgefallen, dass mein rechtes Sprunggelenk doch recht instabil ist. In den letzten beiden Testungen angekommen, hat Patrick noch 2 weitere Schwächen ausgemacht. Die eine ist in meinem Pull-Muster. Hier konnte ich mich nicht mit der Brust zur Stange hochziehen.
Die andere Schwäche liegt in der Reaktivkraft. So bin ich, nachdem ich von der Kiste runtergesprungen bin, recht lange mit dem Fuß auf dem Boden verharrt, konnte nicht so schnell wie gewünscht wieder hochspringen. Hast mich jetzt analysiert. Was ist so dein Resümee jetzt für mich als Skifahrer? Wo siehst du bei mir Probleme? Probleme schon mal gar nicht. Man hat sehr viele Tendenzen einfach gesehen, wie dein Körper sich am liebsten bewegen möchte, wo er einfach gewisse Kompensationen hat. Hauptschwerpunkt, der mir jetzt aufgefallen ist, ist einfach auf alle Fälle so deine rechte Seite. Im Sinne von, der Fuß hat da sehr viel Spiel, sag ich mal, gehabt, hat sehr viele Dinge gemacht, wo ich sage, okay, ist ein bisschen anders jetzt wie auf der linken Seite. Ja, ich bin gespannt, was machen wir jetzt? Ja, wie gesagt, von der Testung her waren die Muster an sich alle gut. Ich werde mir jetzt mal dein Squat-Muster rausnehmen, Hinge-Muster und noch eine Pull-Übung dir zeigen. Cool. Und da gehen wir dann nochmal spezifischer drauf ein. Atme aus. Mit dem Ausatmen droppe ich so ein bisschen mit meinem Oberkörper nach unten, mit meinem Brustkorb. Und jetzt gehe ich praktisch in einer flüssigen Bewegung ganz tief nach unten und wieder nach oben. Also ich versuche, meine Knie im Raum nach vorne zu schieben und wieder nach hinten zu schieben. Und dann hinten nach hinten rausschieben, so weit, wie man das Gefühl hat, ich bin hier, sage ich mal, fest und hier hinten vom Hintern. Und dann über den Hintern nach vorne kommen. Also wirklich vom Gefühl her den Böbis anspannen und nach vorne bringen. So Pobacken zusammenkneifen. Ne? Sozusagen und nicht, was viele machen, hier über die Lendenwirbelsäule nach oben ziehen. Und dann steht man oben noch so da. Das wäre ganz bescheiden, ja, gerade wenn viel Gewicht mit dazukommt. Also immer schauen, dass man hier praktisch einfach in einer neutralen Position ist. Hinten nach hinten rausschieben und dann wieder über den Burpees hochkommen. Schauen wir uns mal kurz an. Ja. Jawohl, und noch mehr hier arbeiten. Ja, beim Hochgehen. Wichtig immer, wenn man eine neue Übung macht, mehr Wiederholungen machen mit weniger Gewicht, dass der Körper so ein bisschen sich auf diese Übung eingrooven kann und auf dieses Bewegungsmuster. Ja. Wir wollen die Schulterblätter mit dabei haben, Okay? Dass wir auch das gesamte Bewegungsspektrum mitnehmen. Okay? Ja. Auch hier wieder volles Range of Motion. Nichts anderes ist es. Ja, dann Patrick, ganz, ganz großen Dank. Sehr gerne. Und ja, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte, kann man hier einfach in Penzberg anrufen oder vorbeikommen. Oder Internetseite, einfach mal abchecken. Ja, verlinke ich auch unten. Die Erfahrung im Corpore Gym mit dem Patrick war schon mal sehr, sehr hilfreich. So weiß ich jetzt, genauso wie ein Weltcup-Skifahrer, wie ich mein Training individuell gestalten muss, dass meine Bewegungsmuster besser werden. Jetzt frage ich mich aber, wie sieht denn eigentlich so ein Training aus? Und dafür habe ich mich in die Recherche begeben. Ich habe einfach mal geschaut, was gibt es eigentlich auf YouTube? Wie trainieren eigentlich die Stars wie Marco Odermatt oder auch Axel und Zwindal? Ja, Freunde des gepflegten Skisports, wir sind hier wieder im Benefit Sports Club in Siegen angekommen. Und jetzt kommen wir zum actionreichen Teil des Videos, denn jetzt werde ich ein Workout à la Marco Odermatt und Axel und Zwindal nachtrainieren. Ich habe da zwei YouTube-Videos gefunden, die ich als Vorlage genommen habe und habe so einige Elemente übernommen, sodass wir jetzt dann so wie ein Weltcup-Fahrer trainieren können. Wir werden aber auch die Impulse vom Corpore mit einfließen lassen. Also es ist so eine Mischung und am Ende werden wir mal sehen, ob ich das Ganze überleben werde. Ich nehme euch mit ins Workout. Und jetzt heißt es erstmal noch kurz aufwärmen und dann geht's weiter. So, der Axel und Zwindal hat gesagt, dass er sich so 15 bis 20 Minuten vor dem Training auf dem Fahrrad aufwärmt. Wir haben jetzt hier 15 Minuten voll. Ich denke, das reicht. Wir wollen uns hier nicht zu sehr verausgaben, dass ich dann das Workout gut überstehen kann. Also raus aus dem Spinning Bike, rein in den Mobility-Part
Den haben die beiden jetzt nicht so gezeigt, hat man jetzt nicht so explizit gesehen. Bei Marco Odermatt so ein bisschen, dass er die Schulter aufgelockert hat, aber jetzt nicht so, wie wir es machen werden. Das ist der Teil, den wir, ja, den ich selber schon über Jahre so kultiviert habe und ergänzt sie auch so mit einzelnen Übungen von Corpore. Da haben wir auch noch mal ein einzelnes Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr euch sicherlich auch noch die ein oder andere Übung für euch rausnehmen, dass ihr dann beweglicher in die Skisaison reinkommt. Zu den Übungen, die wir brauchen, um den Marco Odermatt teilzumachen. Dafür müssen wir beweglich im Schultergürtel werden und auch in den Handgelenken. Schauen wir uns erstmal die Rotatorenmanschette in der Schulter an. Jetzt kommen wir zum individuellen Aufwärmteil von Axel und Svindal. Der macht nämlich zwischen seinem Aufwärmtraining auf dem Bike und dem eigentlichen Training nochmal einen Aufwärmteil, wo es darum geht, seine Balance zu trainieren und damit dann auch die ganz kleinen Muskeln aufzuwärmen und zu trainieren, dass man dann nachher umso stabiler dann in den Übungen steht und dann respektive im Übertrag dann auch auf dem Ski. Starten wir hier mit zwei Bällen. Dann stellen wir uns drauf. Habe ich jetzt auch schon ewige Jahre nicht mehr gemacht. So. So, und dann in die Abfahrtshocke und dann das Gewicht verlagern. Das Schöne ist hier, wie er auch sagt, dass die Knie und alles und auch die Sprunggelenke nicht nach innen kippen dürfen, weil sonst fallen wir, verlieren wir die Balance. Und so stehen wir danach in der Kniebeuge, die dann kommt und auch auf dem Ski später dann viel stabiler da. Sieht ehrlich gesagt leichter aus, als es ist. Vor allem, wenn man das nie macht. Jetzt geht es darum, vorne in der Abfahrtshocke zu starten. So. Und dann zurückzugehen. Das ist echt ganz schön tricky. Das soll man mal machen. Boah, der Schritt. Scheiße. Nochmal. Der Trick ist, wirklich ganz sauber mit dem Gewicht auf dem einen Bein zu stehen, bevor man den Tritt rüber macht. Bei den letzten beiden Bällen war ich immer ein bisschen zu hektisch. Da kann ich mir ruhig mehr Zeit lassen und dann wird es jetzt auch klappen. Das war noch nicht das Ende des Warm-Ups, jetzt geht's weiter. Ihr seht, das Warm-Up-Programm ist ganz schön ausgeprägt, fast wie beim Euro-Training. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr das legendäre Euro-Training kennt. Wenn nicht, unbedingt nach dem Video mal googeln. Auch um den Teil des Workouts brauchen wir jetzt schon eine gute Beweglichkeit im Schultergürtel und auch in den Handgelenken. Warum, seht ihr jetzt? So, umsetzen, auf die Schulter legen. Ist immer noch ein Teil vom Axel- und Svindal-Aufwärmtraining. Und dann geht es jetzt auf den Ball. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht alles breche. So. So, jetzt haben wir es. Und jetzt machen wir hier Frontkniebeugen. Also. So, jetzt kommt dann noch eine weitere Übung zum Aufwärmen, und zwar ein dynamischer Seitstütz. Das macht er so und dann... Und jetzt kommt der letzte Part,
des Aufwärmteils. Und zwar einbeinige Kniebeugen auf der Kiste. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Das ist keine Übung, die ich in meinem Trainingsplan drin habe. Okay, auf beim Training vorbei. Also, ich mal duschen. Also das Aufwärmtraining ging jetzt, wenn wir hier auf die Uhr gucken, 53 Minuten. Ja, 53 Minuten. Schon 500 Kalorien verbrannt. Der Axel und Zwindal meinten, das Training geht so 2,5 Stunden. Jetzt weiß ich warum. Ja, also habe ich zwei unterschiedliche Informationen. Der Axel und Zwindal hat gesagt, dass er jetzt die Übung im Workout so bis zu 10 Wiederholungen macht. Marco Olermann hat gesagt, dass er diese 10 Wiederholungen, dieses Aufbautraining eher im Mai macht und dann zur Saison hin mehr ins Maximalkrafttraining geht. Das sind auch die Informationen, die ich so habe, wie Leistungssportler ihr Training periodisieren. Wir sind jetzt gerade 4 Wochen out vor der Skisaison. Deswegen würden wir jetzt mehr in den Maximalkraftbereich gehen. Und wir starten nicht mit der gleichen Übung wie die beiden Weltcupfahrer, sondern mit meiner Corpore-Spezialübung. Und zwar mit den Kettlebell Squats. Da tasten wir uns ein bisschen ran und schauen, ob wir in den Maximalkraftbereich kommen. Sonst wechseln wir die Übung und gehen dann nochmal in normale Squats rein. Was ist Maximalkraftbereich? Das ist so ein Wiederholungsbereich von 3 bis 5 Wiederholungen. Ja, und Aufbaubereich so 8 bis 12 circa. Okay, mehr Gewicht. Okay, das waren jetzt 28 Kilo, da gingen noch so 10 Wiederholungen locker, dann steigen wir uns jetzt nochmal. Schauen wir mal, wie hoch wir kommen. Schwer ist hier, die erstmal hochzukriegen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon mal gesagt habe oder nur zum Nils, zum Kameramann, dass ich durch das Aufwärmtraining und die Kettlebell Squats schon gut vorermüdet war. Ich denke, wenn ich ein bisschen frischer dran gegangen wäre, hätte ich noch ein bisschen mehr bewegen können. Aber so, ja, habe ich jetzt 3x3 oder 3x4, 3x5 gemacht. Also ich habe unterschiedliche Wiederholungszahlen in den Sätzen gemacht. Was eigentlich so mit Maximalkrafttraining entspricht. Man kann auch noch mehr Sätze machen. Aber ich denke, jetzt für unsere Sache reicht es hier. Dann macht der Axel und Zwindal noch eine Übung für den Beinbeuger. Ganz wichtig für die Kniegesundheit, aber auch fürs Skifahren, weil die Beugekette auch viele Schläge abfängt beim Skifahren. Da würde ich jetzt rumänisches Kreuzheben machen. Ist da eigentlich eine ganz, ganz geile Übung, weil man da wirklich eine sehr, sehr gute Muskelfaserrekrutierung hat. Der macht aber die Glute Ham Raise. Die will ich euch hier zeigen und dafür gehen wir jetzt in einen anderen Teil des Studios. Okay, wir sind beim Glute Ham Raise angekommen. Der Axel und Zwindal nennt die Übung anders. Eine ganz schöne Übung für den Beinbeuger, wie der Name es schon sagt. Also der Ham Raise, ne? Und ja, war früher eine Übung, die ich immer in meinem Trainingsplan drin hatte. Jetzt lange Zeit nicht mehr. Früher konnte ich sogar so richtig hoch und runter. Der liebe Axel und Zwindal macht es in seinem Video, macht er nur die exzentrische Bewegung, also geht langsam runter und schubst sich dann wieder hoch. Ich hoffe, dass ich auch ein paar schaffe, wo ich mich auch selbstständig ohne Arme wieder aufrichten kann. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn man nicht so eine Vorrichtung hat, kann man auch einen Bekannten bitten, die Füße festzuhalten oder man kann sich auch in eine Sprossenwand einfach einklemmen oder in eine Latzugmaschine geht zum Beispiel auch oder in einen Wadenheber, einen sitzenden Wadenheber. So habe ich das früher immer gemacht. Und so eine Maschine ist natürlich Premium.
ich habe gerade mal nachgefragt, ob wir die Übung machen dürfen. Und ja, wir dürfen sie machen. Und zwar geht es jetzt um ein schnellkräftiges Training im Gewichtheber-Style. Da machen wir das sogenannte Umsetzen. Ich mache das eigentlich nie. Also die Technik wird miserabel sein. Aber ich denke, es wird seinen Zweck erfüllen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, der Marco Odermatt macht dann auch noch das Reißen, dass er wirklich dann so in die Position kommt. Das traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Da bräuchte ich erstmal noch eine technische Anleitung, aber bei der Übung natürlich auch. Also das war jetzt auch nicht so schön, weil ich habe gleich gesehen, ich habe dann wirklich das so hier oben rausgezogen, aber eigentlich soll der Impuls von unten so richtig explosiv sein. Ne? Also macht bitte nicht nach, so wie ich es gemacht habe. Was ich als Alternativübung jetzt mache, auch für die Schnellkraft und Reaktivkraft, ist, ich springe auf die Kiste drauf, aus der tiefen Hocke und springt dann nochmal direkt hoch. Ja? Weil dann haben wir einmal dieses explosive Hoch, dieses Schnellkräftige und dann, wenn wir ankommen, versuche ich möglichst schnell nochmal hochzuspringen. Die sogenannte Reaktivkraft, die wir auch ganz häufig beim Skifahren brauchen, dass wir schnell reagieren und schnell wieder die Muskeln ansprechen können. Jetzt kommen wir zum vorletzten Teil des Workouts von Axel und Svindal. Jetzt geht es um den Core, ganz, ganz wichtig für uns Skifahrer, vor allen Dingen für die tiefer liegende Bauchmuskulatur, also nicht für das Sixpack, sondern die Muskulatur, die uns hält. Und dann machen wir jetzt einen Twist und stemmen immer ein Bein raus, das ist quasi so wie der Außenski dann, sagt er in dem Video. Probiere ich jetzt einfach mal aus. Also eigentlich müsste ich jetzt hier meine Beine reinkriegen und meinen Oberkörper drauf abschützen. Kriege ich jetzt leider hier nicht so hin. Dafür machen wir aber jetzt die letzte Übung vom lieben Axel und Sven da. Und zwar machen wir jetzt den Scheibenwischer. Bin mal gespannt, wie ich das hinkriege. Dann legt man hier in den Hang und dann bewegt man die Beine von da nach da. Und jetzt kommen wir zur Belohnung, zu meinem Cooldown. Also der Svindal geht jetzt noch 10 Minuten aufs Bike, aber ich zeige euch mal mein Cooldown. Alles gekühlt. Zum Wohle. Hier, der wichtigste Muskel laut Axel und Svindal. Er meinte nämlich, der Hammercurl, das wäre die wichtigste Übung für den Brachialis. Nee, Spaß beiseite, war ein cooles Workout, hat Spaß gemacht. Aber sehr, sehr intensiv und der Svindal-Mann, der macht so 3-mal die Woche so ein Workout, 2,5 Stunden. Wird er auch brauchen, also in der Vergangenheit ist er schon retired, als er dann auch die Streif runterfahren kann und trotzdem hat er sich immer noch verletzt. Also ihr seht, wie wichtig eine ordentliche Vorbereitung ist, denn Skifahrer werden im Sommer gemacht, wie man so schön sagt. Und jetzt kommen dann 3 Euro ins Phrasenschwein. Vielen, vielen Dank an Krombacher 00, dass sie dieses Projekt ermöglicht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet und mich auch supporten möchtet. Glocke an, dass euch die Videos so angezeigt werden. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, und jetzt freue ich mich hier zu Cooldown. Macht's gut, euer Julian aus dem Benefit Sports Club. Ciao.